Im Studio in Dornbirn begrüße ich jetzt Außenminister Dr. Mock. Schönen guten Abend, Herr Minister. Guten Abend. Beginnen wir gleich mit dem Neuesten, mit den Vorstößen und ethnischen Säuberungen durch die Kroaten. Nützen hier nicht die Kroaten ebenso wie zuvor schon die Serben die Schwäche der Weltgemeinschaft aus, um sich ihren Teil von der Beute in Bosnien zu holen? Natürlich passiert das dort nicht. Und darf man nicht vergessen, dass durch die Schwäche der Weltgemeinschaft, durch die mangelnde Zurückweisung der serbischen Aggression, der Glauben in Bosnien an ein Überleben des Staates Bosnien-Herzegowina immer geringer geworden ist. Immer mehr Kroaten haben gesagt, wir wollen zurück angeschlossen werden nach Kroatien. Das hat verständlicherweise die islamischen Bosnier irritiert und enttäuscht. Sie haben eine misstrauische Haltung eingenommen, verständlicherweise. Das hat wieder die Kroaten dazu gebracht, Gegenpositionen einzunehmen. Und so zerfällt Bosnien in einem Chaos und die Staatengemeinschaft ist nicht in der Lage, das, was sie verkündet hat, nämlich Aggressionen zu bekämpfen, ethnische Säuberungen zu bekämpfen, Beschlüsse des Sicherheitsrates durchzuführen, auch in die Realität umzusetzen. Herr Dr. Mock, spüren Sie nicht Verbitterung, wenn jetzt in Washington groß verkündet wird, man wolle militärisch Sicherheitszonen schaffen? Das haben Sie vor einem Jahr gefordert, als es noch muslimische Gebiete gab, die man hätte schützen sollen. Jetzt sind das doch eigentlich nur mehr Enklaven, Reservate oder eigentlich Gefangenenlager. Ja, leider haben Sie recht. Vor einem Dreivierteljahr hat die bosnische Regierung noch zugestimmt, dass wir im Sicherheitsrat vorgeschlagen haben, Tuzla, Bihać, Sarajevo, Gorazde und Travnik zu militärisch beschützten Sicherheitszonen zu erklären. So wie das seinerzeit mit den Kurden im Irak geschehen ist. Heute ist 70% von Bosnien-Herzegowina durch den Aggressor erobert und Sicherheitszonen werden nicht mehr als Reservate empfunden, wo einigen Muslims erlaubt wird zu überleben, vielleicht auch nur bis zur Zeit, wo in einem zweiten Überlauf auch diese letzten Reservate einer neuen großserbischen Konstruktion angeschlossen werden. Sie haben das Schicksal dieses Gebietes und die diplomatischen Verhandlungen und Bemühungen vom ersten Moment an mitverfolgt. Sie waren einer der Ersten, die Weltgemeinschaft aufmerksam gemacht hat, was hier für ein Problem auf die Welt zukommt. Sehen Sie eigentlich noch realistisch gesehen eine Möglichkeit, ein Staatsgebilde ähnlich dem Vance-Owen-Plan in Bosnien zu errichten oder müssen wir Bosnien in Wirklichkeit von der Landkarte streichen? Die Gefahr ist sehr groß, dass Bosnien nicht überlebt. Zum ersten Mal wird ein Land, das Mitglied der Vereinten Nationen ist, durch eine Aggression von der Landkarte gestrichen. Das macht ein böses Beispiel. Wir wissen nicht, wann dem Nächsten in dieser unruhigen Welt das einfällt. Da, glaube ich, muss trotz der geringen Chancen alles getan werden, um das Überleben Bosnien-Herzegowinas zu sichern. Auch wenn das sehr lange dauert. Wie kann das passieren? Also die Amerikaner haben den Europäern ziemlich unverblümt erklärt, ab jetzt ist das ein europäisches Problem. Sehen Sie die Möglichkeit, dass dieses Europa doch noch irgendwie zu einer Lösung kommt? Ich glaube, dass die derzeitige Situation doch sehr großen Eindruck macht auf die europäische Öffentlichkeit. Dass sich die europäische Öffentlichkeit fragt, wo soll das hinführen, wenn ein Land durch eine Aggression wieder zum Verschwinden gebracht wird, wenn Kriegsverbrechen nicht geahndet werden, wenn ethnische Säuberungen durchgeführt werden, während sogenannte Friedensverhandlungen geführt werden. Wo bringt das die Glaubwürdigkeit unserer Grundsätze hin? Was sind das für Konsequenzen? Wir haben in Osteuropa noch eine unruhige Situation. Wann fällt dem Nächsten wieder ein, dass er mit Gewalt eigentlich seinen Erfolg herbeiführen kann? Ich glaube, dass hier in verschiedenen europäischen Staaten die öffentliche Meinung doch immer nachdenklicher wird. Ich erinnere nur an die breiten Stellungnahmen für Bosnien-Herzegowina in Frankreich in den letzten zwei, drei Monaten. Und man kann hoffen, dass es nicht nur zu einer Tragödie der Bevölkerung dort wird und zu einer Tragödie unserer gemeinsamen Grundsätze, sondern dass man doch zu einem späteren Zeitpunkt dazu findet, das, was man verkündet hat, nämlich die Unabhängigkeit demokratischer Staaten zu garantieren, dass man doch in der Tat das macht.
Nur je länger es dauert, umso größer werden die Opfer sein, die eines Tages dafür gebracht werden müssen. Eine letzte Frage. Sie haben vor Monaten davor gewarnt, dass wenn man die Moslems opfert, politisch gemeint, dass hier ein neues palästinensisches Problem entstehen könnte. Sind wir nicht an dem Punkt, wo hunderttausende Moslems ihre Heimat beraubt und ohne Chance auf Rückkehr in dieser Heimat zu einer Art Palästinenser mitten in Europa werden? Wenn sie ihre Heimat in den Staat verlieren, werden viele Moslems Bosnien resignieren, andere werden verzweifelt und werden zu Terroristen werden, die radikal jedes Mittel benutzen, um ihre Feinde zu bekämpfen, auch das Mittel der Terror. Dann haben wir aber nicht primär, so sehr das verurteilenswert ist, dann die bosnischen Muslime die Verantwortung dafür, sondern eine Staatengemeinschaft, die entgegen dem Auftrag der Charta der Vereinten Nationen dieses Land und dieses Volk nicht geschützt hat.